Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen. Zocken mit Bohnen ist mal wieder angesagt und yeah, das letzte Mal, okay, vielleicht schade, dass es das letzte Mal ist, aber wir sind kurz davor, Splatoon durchzuspielen, zumindest den Singleplayer. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder mal ein Stündchen oder zwei dran geknapst und ich habe mich einigermaßen durchgewurschtelt durch die Level mit meinen super-duper Shooting Skills. Auf jeden Fall, so viele Level sind nicht mehr über. Ein großer Endboss steht noch an, den wollen wir heute gleich legen. Bevor wir starten, ihr wartet natürlich alle drauf. Die E3. Ja, die E3-Woche, sie startet. Unsere Jungs sind schon nach L.A. geflogen, sind vor Ort, bereiten sich vor, auf die Pressekonferenz zu gehen, direkt vor Ort euch Sachen vorzubereiten. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr auf Twitter, Facebook und so weiter geachtet habt und im Reddit ist, glaube ich, auch nochmal gepostet worden, der aktuelle Plan, wie die Ausstrahlung in der nächsten Woche so aussehen wird. Und da wird es nicht nur die Pressekonferenzen geben, die wir hier direkt zeigen, sondern zwischendurch immer auch wieder mal Fenster geben, Sendezeiten, wo wir hier aus Hamburg direkt senden und ein bisschen sozusagen unseren Senf dazu ablassen, was gerade passiert ist. Darunter direkt nach dieser Zocken mit Bohnen-Folge geht es dann richtig los. Eine Stunde werden Kollege Colin und ich uns über Bethesda unterhalten und auch über die Nintendo-Weltmeisterschaften ein klein wenig gestern quatschen. Aber es wird immer wieder zwischendurch passieren. Ihr seht die PKs, ihr seht ein bisschen was von uns, ihr seht was live von den Jungs aus L.A. und die sind natürlich hauptsächlich in der Nachtschicht dann dran. Also achtet mal, guckt auf den Plan. Änderungen können immer wieder mal passieren, aber ganz offiziell geht's los in dem einen Stündchen, bis wir mit Splatoon am Ende sind. So, das sollte genug dazu sein. Und das ist der letzte Level. Wir können gerne aufs Ingame schalten. Denn Zaunga-Spiel in der Drehfabrik. So soll es sein. Da gehen wir rein. Sehr gespannt. Ich will. Wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen so den Drang, dass ich jetzt schon. Oh Gott, was passiert denn hier? Dass ich jetzt schon anfange, über die E3 zu quatschen. Aber dann nehmen wir ein bisschen was viel vorweg. No? Bisschen was viel vorweg. Ups, lass mich da vorbei. Ui. Denn es gab ja, obwohl die E3 noch nicht ganz offiziell angefangen hat, relativ viel Programm gestern. Und wer von euch ist gestern Nacht aufgeblieben und hat sich zumindest die Nintendo-Weltmeisterschaften angeguckt? Die ersten seit 25 Jahren. Es wurde ein Nintendo-Weltmeister bestimmt. In Nintendo. Wer hätte das gedacht? Ugh. Alter, was ist... Oh, what the hell? Moment, da muss ich rüber. Oh Gott. Ah, das ist auch sehr gut. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich gar nicht erst vorher rauskommen muss, sondern direkt quasi aus der Deckung schießen kann, wenn ich will. Aber gut, ja, ich sehe es, der Chat, alle sagen ich. Ist auch auf jeden Fall die Wahrheit. Bin ich mir sicher. Aber ich bin ganz spontan dazu gekommen, weil eigentlich... hatte ich nicht geplant, die Nintendo-Weltmeisterschaft zu gucken, weil da diverse andere Sachen noch anstanden. Sonntagnacht und auf einmal lief das Zeug und irgendwie, die hatten ja fast schon Zahlen wie wir in der Ausstrahlung. Na gut, vielleicht ein bisschen mehr. In der Spitze bei Twitch alleine bist du so 200.000 Leute weltweit mit dabei gewesen. Also der Hype war groß und viele Leute wollten gucken. Da wurden viele Sachen gespielt, darunter auch Splatoon sogar zu Beginn. Oh, oh, fast. Fast hätte es mich gefetzt. Diesen letzten Level, den muss ich eigentlich auch noch vernünftig schaffen. Ja, und was genau da alles abgelaufen ist. Ich habe immer mit einem halben Auge mal drauf geguckt, bei besonders spannenden Szenen rein, wieder zugeschaltet komplett. Da war einiges, was da ging. Inklusive einiger Spiele. Ich glaube, da hat Nintendo mit dem Auftritt bei den World Championships jetzt die Games verkauft. Ne? Das bedeutet jetzt, okay, die Leute draußen haben es gesehen und sie werden es kaufen, auf jeden Fall. Weil die nicht gewusst haben, wie geil das Zeug ist sonst. Und die World Championships haben es aber verdeutlicht. Ich sag nur mal Super Mario Maker. Wow, was war das denn für ein Hammer? Hätte ich nicht gedacht. So, ich muss mal den hier anmalen. Oh nein, falsch. Verdammt. Ich hätte warten müssen. Aber ja, da werden wir in Ruhe drüber reden und natürlich gestern Nacht auch noch die Bethesda-Konferenz, über die wir uns auch auslassen. Das ganz große Programm ist natürlich heute angesagt. Ne? Wir haben nicht nur die PK von Microsoft, die wir zeigen werden in ihrer Vollständigkeit, sondern auch natürlich einen ausführlichen Talk im Nachhinein.
Auch EA ist heute angesagt, Ubisoft und Sony. Ganz spät in der Nacht. Von 3 bis 5 oder so, oder auf jeden Fall, oder von 2 bis 4. Die haben einen ziemlich dicken Slot sich anberaumt. Also heute wird man ganz, ganz viel Neues sehen. Ganz viel krassen Schüssel. Nintendo ist leider noch nicht dran heute, aber es ist eigentlich auch ganz gut. Denn da haben sie ein bisschen das Feld für sich. Die werden, wenn ich mich nicht irre, morgen soweit sein. Oder zumindest hatten die so einen Scheduling-Konflikt gehabt. Das weiß ich nämlich noch. Da hatte jemand rein zufällig 2 Konferenzen zum gleichen Zeitpunkt anberaumt. Und Square Enix sollte gleichzeitig stattfinden mit Nintendo. Aber es hat zum Glück jemand gemerkt und Square Enix haben ihre verschoben. Da bin ich auch gespannt, was sie dann konkret sagen. Die haben ja schon gesagt bei Nintendo, oh, Zelda sollte schon mal nicht erwarten. Weil da brauchen wir noch. Da haben wir schon mehr als genug gezeigt. Ich würde schon ganz geil finden, wenn da zumindest ein bisschen was kommt. So, boah. So. Ich bleib da einfach mal rauf. Oh, und das ist auch ganz geil. Da habe ich beim letzten Mal, wo wir gespielt haben, drauf gewartet. Seht hier oben meine, oben rechts, direkt über meinem Gesicht, wo es eingeblendet ist, da ist eine Zahl, 1147. Das sind, oh scheiße, das wird jetzt komplex. Das sind diese Kugeln, die ich hier einsammle, die es mir ermöglichen, meinen Charakter aufzuleveln. Das habe ich meist gemacht, wenn ich in der Werbepause gewesen bin. Oh. Nee, ah, okay, hier noch nicht, sondern eher da drüben. In der Werbepause meistens gemacht, damit ihr hier nicht das lahme Aufleveln damit angucken müssen. Aber ich habe jetzt über 1000 gesammelt und 1000 war der Wert, den ich haben musste, um... Oh, shit. Ah, hochrutschen, alles klar. Der Wert, den ich haben musste, um meine Schusskraft zu verstärken. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich den Singleplayer eigentlich schon durch habe. So, geh rauf. So, geh hoch. Ah, scheiße. Knifflige Ecke hier. Aber es will mir vielleicht beim Endboss nochmal helfen. Weil die waren durchaus einfallsreich und kniffelig. So, ich muss wirklich, ich muss Geschwindigkeit. Geschwindigkeit haben. Ja, der Chat schreibt, ich liebe es, wie diese Farbe ausschaut. Das haben die gut hinbekommen, ne? Bei Splatoon. Oh nein, Kira. Oh, scheiße. Geh ich vielleicht dahin? Shit, fast hätte ich es geschafft. Das sieht alles so satt und dickflüssig aus von der Farbe her. So wie man sich Farbe wünschen würde, damit sie an der Wand hängen bleibt. So, jetzt hat's geklappt, ey. Zu lange rumgeduddelt an der Stelle. Ich hasse es, wenn die Farbe so dünnflüssig wäre. Boah. Alter, was? What the fuck? Scheiße, das war eine Plattform, die sich zurückzieht wieder, ne? Oh, Mann. Oh, shit. Oh, shit, Frau Schmidt. Das wird schwierig. Alter, voll der Hindernislauf. So. Boah. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Mal die wegzimmern. Das finde ich ein bisschen schade, dass man die anderen, die Schüsse der Gegner nicht wegblöbbern kann. Weil eigentlich Farbe auf Farbe müsste so funktionieren. Okay. Dass er sich auch so rumdreht, das ist nervig. Er soll sich richtig rumdrehen. Komme ich überhaupt dahin mit einem Sprung? Oder brauche ich dann noch etwas? Und da komme ich wieder hoch, alles klar. Okay. Ach, natürlich. Schaffe ich nicht mal den Sprung. Das wird aufwendig. Glaubt ihr denn, wir werden ein bisschen was zum NX sehen? Ja, zur neuen Nintendo-Konsole. Nintendo hat natürlich schon mal Nein gesagt. Aber man weiß ja. Nein muss nicht unbedingt Nein heißen. Bei Nintendo vielleicht ist das auch nur die Überraschung, die sie einem präsentieren wollen. Komm hoch.
Yes! Oh, es hat geklappt, ganz knapp. Der Elektro-Wilz. Soll noch kommen? Ja, Level 24. Ich glaube, die 25, 26, 27 müsste ich schon haben. Gucken wir mal. Kommt jetzt eine Cutscene? Da, ich komme hier wieder raus und Zaungastspiel in der Drehfabrik. Ich habe diese Forschungsnotizen bekommen, die habe ich aber eh nicht alle gesammelt. Und da geht der Boss-Teekessel auf. Die Kleinen hast du gekriegt, es fehlt der Riesen-Elektro-Wilz. Wels. Ich sag immer Wels. Ein Wels ist es doch. Einmal kurz aufrüsten. Und hier seht ihr es, Stufe 3 könnte ich mit 1000 dieser Kugeln angehen. Ich aktiviere es mal, meine Feuergeschwindigkeit. Sie geht drauf. Tintentank könnte ich eigentlich, wie viel hatte der? 800. Und ja, die Specials habe ich hier so gut wie nicht benutzt im Singleplayer. Müssen aber auch nicht unbedingt sein. Aber gut, gucken wir mal. Ich komme. Wie komme ich hier hin? Zum. Da ganz oben ist es, ne? Ich kann es ja auch auf der Karte hier antippen, aber. Okay, das war Level 27. Die will ich nicht starten. How do I get up there? Gucken wir mal. Weil da war ich schon mal. Oder. Ah, warte mal. Ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Das ist es. Soll ich hier ein bisschen hoch machen? Dann hier rauf. Ups. Oh, falsche Taste. Oh Gott, falsche Taste. Ja, danke, dass der Tipp überhaupt noch da ist. Kann ich den nicht wegklicken? Der verdeckt mir hier schön die Leitung gefühlt. Okay, geh mal hoch. So. Komm hier rüber. Kommst du rüber? So. Und dann schauen wir es mal an, was das für ein Boss ist. Ich bin sehr gespannt. Die waren bisher sehr einfallsreich. In den Fängen der Oktotyrannei. Oktotyrannei. Let's do this. Oh, der Chat sagt, Gregor, ich habe gehört, dass Breath of Fire 6 only mobile sein wird. Das stimmt. Ziemlicher Käse leider. Besser, lieber Wii U-exklusiv. Alter, mit dem UFO weggeflogen. Heißt das, wir fliegen jetzt irgendwie nach... Oh! In den Weltraum. Zu Mario Galaxy. Das ist eine Falle, komm bloß nicht näher. Captain Kuddelfisch, hilf mir doch mal. Das fällt dir aber früher an, wir können hier schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Okay. Alter, was passiert da? Huh. Hallo? Oh, shit. Octopus Man. Oh, Octopus DJ. Das ist ja ein DJ. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Der hat ja voll einen fetten Beat drauf. Ist ja krass. Alle mal jetzt bitte wippen im Chat. Mach mal die Musik hier laut, bitte, Regie. Ja, wir müssen mal ein bisschen... Okay, genug gedanced. Mal weiter. Oh, Farbkanonen. Alter, was? Oh, what the hell? Oh, okay, das wird knifflig. Ich sehe es jetzt schon. Okay, vielleicht, wenn die Hände rausgehen. Hier, ah, nee, hier rein ist es nicht. Boah.
Ah! Nicht. Oh Gott. Nicht hier rein. Okay, was könnte der richtige Tipp denn sein? Kann ich die Sachen vielleicht zurücklenken? Weil draufzimmern bringt nicht so wirklich was. Der hat ein Schutzschild. Zu wenig Tinte, ja natürlich, zu wenig Tinte. Die Hände im Flug abschießen, sagt der Chat. Mal gucken. Ah, okay. Alles klar, tatsächlich. Man hat gesehen, die sind schon langsamer geflogen. Okay, alles klar. Oh. Oh, holy shit. Alter, so viele Löcher da drin. Oh Mann. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall ein paar Anläufe brauchen. Zum Glück haben wir eine Stunde. Alter. Denkst du, du kannst mit mir aufnehmen? Ja. Oh shit. Okay. Oh Mann. Oh Mann. War's das? Nee. Es geht weiter. Es geht weiter. Oh nein, jetzt habe ich ausgerechnet. Bitte ein Checkpoint. Okay. Alter. What the fuck? Oh! Oh! Shit! Du Arschloch. Oh, nein, 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 nein. Okay. Oh. Oh. Oh nein! Shit. Oh, ich glaube, ich muss wieder von vorne anfangen, oder? Oh, Hardcore. Wirklich Hardcore. Okay. Zum Glück haben wir noch... Wir können noch mal probieren, Regie, oder? Oder ist schon Zeit für die Werbung? Wir können noch, ne? Ich habe noch 3 Minuten. Okay. 3 Minuten. Let's do this. Let's do this. Können wir nachher, falls wir es schaffen sollten, auch ein bisschen... Ach, guck mal, da sehe ich den... Wieso ist der Kuttelfisch... Da hat es nicht umgeschaltet beim letzten Mal. Vielleicht schaffen wir es ja in 3 Minuten. Und, gehen danach ein bisschen Multiplayer an. Ein halbes Stündchen haben wir ja noch. Aber das... Das ist ja... Das ist ja Hardcore. So. Kann ich das hier nicht überspringen? Nein. Puh!
Kann er wieder dancen, bitte? Wenn er macht. Gib mir den Beat. Mal sicher. Okay. Ja. Okay. Acht hier noch. Nee, doch schon weiter. Doch schon weiter. Ja, ja. Let's go. Oh, nein, es fängt ja jetzt schon. Oh Gott. Oh. Okay. Ist das der Schild? Oh nein. Oh, voll Glück gehabt. Voll Pech. Oh. Okay. Boah. Ah, shit. Okay, jetzt wahrscheinlich Werbungszeit, oder Regie? Ja. Na gut, dann machen wir weiter mit diesem Part des Bosses. Zwei Versuche haben wir noch in diesem Leben, ich hoffe. Beim nächsten Mal was. Wir sehen uns gleich wieder. Nach der Werbung geht's weiter.